Hier habe ich wieder so ein Lebensmittel-Sonderposten. Irgendwas, was wirklich sehr erdnussig ist. Erdnussig gibt es das Wort überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Treats. Habe ich mir gleich wieder ein ganzes Pack bestellt mit. Lass mich mal lügen. Ich weiß nicht, wie viele Packungen das sind. Auf jeden Fall wieder kurz vorm Ablauf. Haltbarkeitsdatum mal wieder kurz vorm Ablauf. Deswegen sehr günstig. Achso, das sind so eine Cup Butter Cakes, Erdnuss, was auch immer. Wow. Die sind wirklich sehr erdnussig. Oh mein Gott, die sind so erdnussig. Ich weiß schon, wofür ich die benutzen werde. Werde ich, glaube ich, mit in meinen Kaffee reinmachen, um den zu süßen. Obwohl das natürlich auch ein bisschen pervers ist, wenn es dann nach Erdnuss schmeckt. Das sind doch halt so eine Erdnussbutter-Kekse. Schmecken aber, also für Erdnussbutter-Freaks auf jeden Fall richtig gut. Ich habe für dieses Teil bezahlt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24 von diesen, also insgesamt 28 von diesen, 24, 48 von diesen Erdnussbutterkeksen. Ich glaube jetzt mal 5 Euro. So ein bisschen extrem Erdnussbutter, aber wer drauf steht, für den ist das auf jeden Fall was. Ich werde euch die Seite unten verlinken, aber wie gesagt, ihr müsst immer aufs Haltbarkeitsdatum achten, weil die halt sehr viele Lebensmittel haben, die kurz vorm oder ein bisschen übers Haltbarkeitsdatum hinweg sind. Aber, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.